hier in der Stadt Bad Münstereifel, dem Zuhause des Netzwerk Holstroms, welches vom BMWI gefördert wird im Rahmen ZIMNEMO. Die Konferenz teilt sich auf in zwei Tagesprogramme. Einmal einen geschlossenen Teil, in dem zwischen den Firmen und Universitäten ganz aktiv Produktentwicklungsansätze koordiniert werden, Förderprogramme besprochen werden und ganz aktiv Produkte entwickelt werden sollen, die aus Holzhackschnitzeln Strom und Wärme erzeugen. Ich vertrete das Lehr- und Forschungsgebiet Technologie der Energierohstoffe der RWTH Aachen. Und an dem Lehr- und Forschungsgebiet befassen wir uns mit der Konversion, wie der Name schon sagt, von Energierohstoffen. Und da ist das Spektrum relativ weit. Wir arbeiten mit Kohle, wie es auch der Tradition der Region geschuldet ist, aber auch mit Reststoffen, Abfällen, sogenannte Sekundärbrennstoffe und, was ja hier heute im Fokus steht, mit der Biomasse. Man muss erstmal sich um die Pflanzenproduktion kümmern. Da gehen wir innovativen Verfahren nach. Das ist ein breiter Bogen von der Produktion von Mikroalgen über Agrarfrüchte bis hin zum Holzbereich, aber auch zum Bereich der Biomasseabfälle. Lassen wir nichts aus, wo man Potenziale heben kann. Ich komme vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht in Oberhausen, wo wir uns mit der Vergasung von Holzhackschnitzeln zu brennbarem Gas beschäftigen. Dieses Gas kann anschließend in einem, wie aus dem Automobil bekannten Ottomotor, eingesetzt werden zur Stromerzeugung. Am zweiten Tag findet eine öffentliche Veranstaltung statt, in dessen Rahmen auch die Öffentlichkeit der Stadt Bad Münstereifel, der Region Aachen, des Kreises Euskirchen über die Pläne des Netzwerks informiert werden, auch verschiedene Anlagen zu Demonstrationszwecken an öffentlichen Standorten zu installieren. Ich leite bei der Energieagentur Nordrhein-Westfalen das Netzwerk Biomasse und bin zu einem sehr frühen Stadium von Herrn Uhlich und von Herrn Lagwa im Grunde gefragt worden oder eingebunden worden in die Entwicklung des Netzwerks Holzstrom hier in Bad Münstereifel. Und da haben wir uns sehr gerne engagiert. Die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer bildet im Grunde genommen den Rahmen dieses Netzwerks. Wir haben das Netzwerkmanagement unter unsere Aufsicht genommen, in unseren Rahmen gestellt als regionale Wirtschaftsförderungsagentur für die Region Aachen. Und einer unserer zentralen Aufgaben vor dem Hintergrund der regionalen Wirtschaftsentwicklung ist der Technologie- und Innovationstransfer in die Region hinein. Und von daher ist es natürlich für uns ein ganz besonderes Anliegen, dass wir das Netzwerk Holzstrom hier in Bad Münstereifel in einem Teil der Region Aachen verstandorten konnten und den Innovationstransfer aus den Hochschulen der Region, der RWTH, der Fachhochschule Aachen, Forschungszentrum Jülich, aber auch aus der gesamten Hochschullandschaft in Deutschland an die Unternehmen hier in der Region, aber auch an andere Unternehmen in Deutschland heranbringen können. Wir sind froh, dass das Netzwerk Holzstrom in Bad Münstereifel angesiedelt ist, dass es hier beheimatet ist. Wir haben die besten natürlichen Voraussetzungen dafür, dass wir Mehrwert in die Region hineinbringen, dass wir Wertschöpfung erzielen können, allein schon auf der Grundlage unseres großen kommunalen Waldes.